Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie man sieht, finde ich mich gerade im Urlaub. Ja. Und ich dachte mir, okay, ich kann diesen Urlaub nicht beenden, ohne dass ich einmal kurz reflektiere, was so dieser Urlaub für mich bedeutet hat. Weil jeder Urlaub hat ja irgendwie etwas Magisches in sich und man kann, wenn man sich einmal kurz hinsetzt und reflektiert, ganz viel ja, für sich mitnehmen aus jeder schönen Reise eigentlich, die man so unternimmt. Und ich denke, dies ist jetzt ein guter Moment, weil morgen ist unser Rückflug. Morgen reisen wir ab. Wir sind jetzt 3 Wochen hier gewesen. Bei meinen Eltern, bei der Familie, bei meiner Schwester, bei meinem Schwager, bei vielen anderen Verwandten, die zurzeit auch jetzt hier gerade Urlaub gemacht haben. Und ich denke, dies ist das schönste Setup, was ich bis jetzt jemals für eins meiner YouTube-Videos hatte. Also dieser Ausblick, den ich selber jetzt hier gerade so sehen kann in der Kamera, ja, ist einfach einmalig. Für mich einmalig. Und es ist jedes Mal wieder so ein Überraschungseffekt, wenn ich hier in Urlaub komme zu meinen Eltern, weil unsere Familie hat hier in der ganzen Siedlung ungefähr 15 bis 20 Häuser. Also alles von unseren Familienmitgliedern. Und man weiß nie, wenn man hier dann zu Urlaub kommt, wer dann dieses Jahr wieder dabei sein wird. Und ich habe in diesem Urlaub wieder Verwandte getroffen, die ich seit 15 Jahren nicht mehr gesehen habe. Und die einfach alle auch ihr eigenes Leben leben und in ganz anderen Städten leben, ganz anderen Ländern teilweise sogar schon leben. Wir haben jetzt Verwandtschaft in Amerika, in Australien, überall sind unsere Verwandten verteilt und deswegen ist es so schön, wenn man sich dann mal so zufällig dann hier wieder begegnen kann und schöne Momente miteinander teilen kann. Ja, ist ja vielleicht für einige doch interessant, wir sind hier an der Olivenküste, an der Olivenriviera in der Türkei. Und da gegenüber sieht man auch ein paar griechische Inseln und die nächstgrößere griechische Insel, die hier irgendwo da im Hintergrund ist, ist Lesbos. Und die Hauptvegetation besteht hier aus Olivenbäumen. In dieser ganzen Olivenriviera, wo wir uns hier gerade befinden, gibt es ungefähr 11 Millionen Olivenbäume. Und wenn man auf der Karte schauen würde, befinden wir uns ungefähr ja, so 150 bis 200 Kilometer nördlich von Izmir. Und das nur mal für alle Interessierten, die vielleicht auch mal hier in der Gegend einen Urlaub machen wollen, interessant. So, das Wetter über die letzten 3 Wochen war einfach wie angenagelt, so ein Strich, 35 Grad im Schnitt. Und ja, heute haben wir den ersten Tag, wo ich ein bisschen Wolken erkennen kann im Hintergrund, aber ansonsten ist einfach blauer Himmel, blaues Meer, 35 Grad, da verändert sich nicht viel. Von Juli bis Ende September kann man einfach davon ausgehen, dass sich hier nicht viel verändert am Wetter. Also konstant schönes Wetter, darauf kann man sich hier verlassen. Was waren so die Erlebnisse, die mich in diesem Jahr am meisten geprägt haben? Natürlich für mich an erster Stelle steht immer, dass ich meine Familie sehen kann, weil meine Eltern verbringen ihre Rente hier in der Türkei, meine Schwester lebt mittlerweile hier in der Türkei, meine Nichte lebt hier, mein Schwager lebt hier und der Großteil unserer Verwandtschaft lebt hier in der Türkei. Und von daher ist es natürlich für mich immer sehr, sehr schön, wieder diesen Familienanschluss zu haben und diese Verbundenheit, die wir innerhalb unserer Familie haben, zu spüren und erleben zu können. Das ist für mich immer so ja, das Allerwichtigste, was ich dann für mich so mitnehme, wenn ich hier im Urlaub bin. Und dieses Vertrauen, diese Geborgenheit, die man innerhalb der Familie dann hat. Ja, zum anderen waren für mich diese Begegnungen, die ich hatte mit den Menschen, die ich schon so lange nicht mehr getroffen habe, sehr, sehr interessant und auch sehr, sehr wichtig. Und die Gespräche, die ich führen durfte, waren sehr schön. Und inspirierend auch, weil wir uns über so einen langen Zeitraum nicht gesehen haben und jeder sich in seinem Gebiet und in seinem Feld entwickelt hat, sich ein Leben aufgebaut hat. Und da ja dieser Austausch wieder zu etwas Neuem geführt hat, also neue Querverbindungen entstanden sind und vielleicht in Zukunft neue Projekte, neue Freundschaften entstehen und sich festigen werden. Das war für mich so schön, das in diesem Jahr so zu erleben. Ja, und durch die ganzen Gespräche, die man dann so führt, vor allen Dingen, wenn das so Gespräche sind mit Gleichgesinnten, wo man dann eine Wellenlänge hat, dann die Inspiration, die man einfach mitnehmen kann. Weil für mich ist es so, ich bin ein lebenslanger Lerner. Ich liebe es zu lernen und ich liebe es, immer neue Dinge zu entdecken und somit für mich meinen Horizont zu erweitern. Also ich bin auch interessiert an allen möglichen und unmöglichen Dingen. Und jedes Gespräch, was ich mit einem Menschen führe, hat für mich eine Bedeutung. Entweder, jetzt zitiere ich meinen Freund Hassan, der ein wunderbares Buch geschrieben hat, Erfolg beginnt im Herzen. Jeder Mensch, dem wir begegnen, der hat uns etwas mitzugeben oder wir haben ihm etwas mitzugeben.
Und wenn man diesen Gedanken so bei sich trägt und so auch durch die Welt geht, ist eigentlich jede Begegnung, ja, trägt eigentlich jede Begegnung eine kleine Weisheit in sich, die wir uns mitnehmen können. Und das ist in diesem Urlaub sehr, sehr viel passiert und auch sehr, ja, sehr inspirierender Austausch auf allen Seiten, wo jeder von dem anderen profitiert hat, wo jeder von dem anderen, ja, irgendwie wieder etwas, der gepusht wurde und inspiriert wurde und motiviert wurde. Das war für mich so vordergründig schön, auch in diesem Urlaub. Ja, zum anderen natürlich, ich liebe diese Gegend hier, ich liebe diese Landschaft hier. Ich bin seit meinem 20. Lebensjahr relativ regelmäßig hier in dieser Gegend und es ist einfach so ein Stückchen Erde, was auch zu so einem Teil, ja, zu einem ganz kleinen Teil Heimat geworden ist, weil wir hier so viele Erlebnisse als Familie, als Verwandtschaft miteinander schon geteilt haben und das dann auch noch natürlich mit da reinspielt in dieses ganze, in diese ganze Gegend und Landschaft. Und ich mag einfach auch diese Vegetation. Ich mag dieses trockene, karge, hügelige, aber auch, ja, das Grüne, was einem die wunderbaren Olivenbäume hier immer entgegenbringen. Und auch die Energie, die man hier natürlich in der Natur, im Meer, in der Sonne und auch mit den Pflanzen und den unglaublich, für mich unglaublich schönen und interessanten Olivenbäumen also für sich mitnehmen kann. Ein Aspekt spielt da natürlich auch noch mit rein, da ich die letzten 3 Jahre so hart an meinem Business gearbeitet habe und mir kaum Freiräume genommen habe und auch nicht nehmen wollte und auch nicht nehmen konnte, weil ich gerade in dieser Phase, wo wir jetzt auch von Corona betroffen waren und dann die Ukraine-Krise anstand und jetzt diese Wirtschaftskrise uns alle betrifft, ja, nicht loslassen wollte und ich da mein Business auf ein solides Fundament stellen wollte, habe ich die letzten 3 Jahre, ja, kann man eigentlich so sagen, gar keinen Urlaub gemacht. Also ich habe 3 Jahre durchgearbeitet. Jeden einzelnen Tag in den letzten 3 Jahren habe ich direkt oder indirekt an meinem Business gearbeitet und somit war das jetzt natürlich auch für mich so, ja, so etwas ganz anderes wieder. Am Anfang des Urlaubs habe ich mir sogar Gedanken darüber gemacht, wie es sein wird, also wie es wohl für mich sein wird und ob ich es schaffe, loszulassen, innerlich loszulassen und vom Kopf her loszulassen, dass ich mich nicht mit meinem Business beschäftige. Wenn man sich überlegt, 3 Jahre am Stück arbeitet man jeden Tag an seinem Business und dann hört man von einem Tag auf den anderen auf. Ganz so extrem war es natürlich nicht. Ich habe mir mein Reisesetup mitgenommen, mein Stativ, meine Kamera, meinen Laptop, damit ich hier die wunderschönen Eindrücke auch ja, videografisch natürlich festhalten kann und auch ja, an ein paar Projekten arbeiten kann, die schon eine ganze Zeit lang in mir schwebten und auf den richtigen Startmoment warteten. Die habe ich in diesem Urlaub dann auch begonnen, was natürlich auch ganz, ganz wunderbar ist. Ich möchte jetzt aber nicht zu viel vorwegnehmen, aber es wird etwas Schönes sein. Es hat was mit Heimat auch zu tun. Heimat für uns alle, nicht nur meine Heimat. Und ja, ist natürlich meinem Thema entsprechend videografisch, kann man sich schon vorstellen. Also wird da vielleicht irgendein kleiner Film daraus entstehen. Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Da muss ich noch ein bisschen Energie reinstecken und ein bisschen unterwegs sein und dann schauen wir mal. Ich werde euch auf jeden Fall informieren, inwieweit dieser Status vorangeschritten ist. Und ich sehe schon, ich bin hier schon wieder mega am Schwitzen. Ja, aber das ist ja auch authentisch, wenn ich hier am Schwitzen bin. Und ja, was fällt mir noch zu diesem Urlaub ein? Ja, ganz viele Ideen natürlich, die ich, ja, was ich dieses Mal im Urlaub nicht gemacht habe, ist, mir während des Urlaubs schon Ideen aufzuschreiben und Inspirationen aufzuschreiben oder Voice-Memos aufzunehmen. Ich habe mir wirklich den Kopf freigehalten und so weit losgelassen, dass ich mir gesagt habe, okay, alles, was jetzt so an Eindrücken auf mich zukommt und in mir einfließt, möchte ich gerne einfach mitnehmen und möchte die dann, wenn ich wieder in Deutschland an meinem Büro sitze, an meinem Schreibtisch, da möchte ich mir alles notieren, was in diesem Urlaub für mich an Inspiration rausgekommen ist und an Ideen. Und da möchte ich schauen, okay, welche Idee verfolge ich weiter, welche Inspiration war für mich wichtig jetzt, welche Wege kann ich weitergehen. Und dass ich diesen Urlaub wirklich dazu genutzt habe, mal wirklich komplett
mir die Gedanken und ja, diesen Freiraum auch im Kopf zu schaffen. Kurz zusammengefasst kann ich sagen, dieser Urlaub war für mich hervorragend, um abzuschalten, mich zu erholen, neue Kräfte zu tanken, mich inspirieren zu lassen, meine Familie zu treffen, Zeit mit ihr zu verbringen und dies alles mitzunehmen und dann als Ausgangspunkt und als Startpunkt für viele neue schöne Sachen, für viele alte schöne Sachen, die weitergehen werden, zu nutzen und ja, vor allem die Dingen, diese Ruhe, die ich mir jetzt hier mitgenommen habe in diesem Urlaub und dieses in sich Ruhen, das ein Stück weit mitzunehmen und in meinen Alltag integrieren zu können. Genau. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für alle, die bis jetzt dran geblieben sind. Und vielleicht konntet ihr euch ein bisschen was mitnehmen aus diesen, ja, aus meinen Erlebnissen von meinem Urlaub. Und euch vielleicht Inspiration für euren Urlaub und für eure Reisen mitnehmen. Und ja, ihr dürft mir gerne schreiben. Also wer Interesse hat in dieser Gegend, in dieser wundervollen Gegend, die auch noch nicht so, ja, wie man auch schon sieht, dicht besiedelt ist und nicht vom Massentourismus überrollt wurde. Wer Informationen haben möchte, darf sich natürlich gerne bei mir melden. Ich helfe weiter, wo ich kann. Und ja, das sollte jetzt hiervon gewesen sein, weil ich bin immer weiter am Schwitzen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So, noch ein kleiner Nachtrag. Natürlich habe ich vergessen zu sagen, weil jetzt gibt es ein paar schöne visuelle Eindrücke. Viel Spaß dabei.